Ja Leute, willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute endlich mal wieder ein Gameplay-Video, ist ja schon Monate her, denn Chris geht's wieder soweit ganz gut. Wurde auch langsam Zeit, na, jetzt endlich mal wieder, auch wenn es mega mäßig warm sind. Nicht wundern, ich habe heute Gameplay ohne Kamera aufgenommen, es waren 30 Grad in der Bude, ich habe es nur in Buchse gespielt und das möchte ich euch nicht antun, dass ihr das sehen müsst. Tut mir leid, viele Leute, die es sehen wollen, können mich gerne privat anschreiben. Nee, Spaß beiseite. Um was geht's heute? Wir haben eine neue Quest und zwar von Demio ist der Curse of Serpent Lord. Das hat auch einen deutschen Titel, den ich gerade vergessen habe. Ich habe auch wieder von der lieben Amber Post die Woche bekommen. Einmal das Buch, ja, wo wieder hier die Bekleidung mit drin ist und gleich, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, ein neuer Heldin ist mit dabei, mit am Start, und zwar die Uana. Ich glaube, ich habe es im Video auch verkehrt gesagt. Ich kann mit solchen Wörtern nochmal nichts anfangen. Ganz cooler Charakter. Alleine spielen, sehr, sehr schwierig. Ja, man braucht auf jeden Fall einen Tank dazu, um mit da ordentlich spielen zu können, wie ich finde. Also, wir können. Das Coole eigentlich an dem Charakter ist, man sieht ja eine Katze mit dazu, der als Zweitcharakter fungiert, wo ihr eine Karte ausspielt und die Katze kämpft dann für euch und ihr erhaltet euch mit Fernangriff im Hintergrund, was eigentlich ganz, ganz cool ist. Das Level ist diesmal aufgebaut, ja, wenn es um Hydras geht, was denkt man sich? Mir kam so Diablo 2 Vibes gleich wieder entgegen und ja, Wüstenlevel, schön. Detailliert zeige ich euch gleich im Video, also schön Sand, kaputte Gebäude, bisschen grünes Zeug dazwischen, bisschen kaputtes Holz, so dass eine Wüstenlandschaft richtig gut aussieht. Als Gegner sind, glaube ich, hier auch drin, die neuen Gegnertypen. Es gibt Skorpione, Skarabäuse, ja, Reptilien und ja, ich habe es euch auf Deutsch nochmal im Video vorgelesen, aber an Amber vielen lieben Dank dafür. Vielleicht verlose ich die irgendwann mal. Stapeln sich ja schon bei mir. Ja, gibt es auch mal einen schönen Brief dazu. Kann ich euch auch mal kurz zeigen. Oder mal vorlesen, ist im Englischen. Ja, steht hier mit drin. Hi Chris, Reality, do you have what it takes to survive a center of desert twirling reptilian nightmares in the Curse of the Serpent Lord Adventure? Coming out on June 16 for Demio. It's time to find out. Enjoy. Ja, heute haben wir ein anderes Datum, aber jetzt darf ich euch das Video zeigen. Und ja, cool, Balancing gefällt mir diesmal ein bisschen mehr, wenn ich mich nicht so blöd anstellen würde. Ich habe es jetzt auch nicht ständig gespielt, das Game, muss ich sagen, dass ich jetzt weiß, oh, du musst das und das machen. Ich will es euch nochmal zeigen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und Leute, sage ich noch euch geschnitten, wir haben die 800 Abos geschafft. Vielen lieben Dank, Leute. Derzeit, wo ich fast keine Videos gemacht habe, habe ich mehr Abos bekommen, wie wo ich Videos gemacht habe. What the fuck ist los? Aber mega cool. Und jetzt, ja, genießt das Video und das schöne Wetter und eine schöne Woche. Bis dahin. Ja, Leute, und da sind wir auch schon im Video drin. Und ja, wir steigen mal direkt ins Abenteuer ein mit Fluch des Schlangenherrn. Also, let's go. So, oh, ein bisschen näher dran, damit ich euch das mal ein bisschen belesen kann hier. So, Fluch des Schlangenherren. Die Anhänger Itztirs wollten nur Frieden, um ihren Schlangengott Itztir anbeten zu können. In der Wüste rund errichteten sie das Dorf Itzteria, eines geschützten Heiligtums. Aber als sich Itztir eines Tages manifestierte, wurde die Dunkelheit befreit und verwandelte Menschen in schreckliche Wesen mit Reptilienhäuten. Der Elfengeist Ralma ruft euch jetzt um Hilfe gegen diese Bestie, aber in Itzteria ist noch etwas anderes, ein dunkles Wesen, das die Fäden zieht. Die Hydra, dieser falsche Gott ist kein normale Hydra, sondern nur eine Fassade, die den Schlangengott Itztir imitiert. Die Hydra lässt sich nur von Alpharat beherrschen und folgt jedem seiner dunklen Wünsche und sie tötet alle, die sich ihrer Macht nicht ergeben. Ja, ihr hört schon, wo es hingeht, und zwar hier sehen wir es nämlich schon. Es geht in die Wüste, so ein bisschen Diablo 2 Vibes, erinnert mich das immer so ein bisschen Hydra und sowas, ne? Ja, und wir haben auch einen neuen Helden mit dabei, und zwar, komm mal her, Uana, Meisterhexe der uralten. Uana ist eine standfeste Meisterhexe und mächtige Kriegerin, immer begleitet von ihrer Astra-Katze Kana. Wenige Beschwörer können sich mit Uanas Zauberkünsten messen und sie wird nicht zögern, ihr stets scharfe Waffen
Aena einzusetzen, wenn die Lage brenzlig wird. Also die nehmen wir auf jeden Fall. Die wollen wir ja mal sehen, wenn es einen neuen Helden gibt, ne? So, wir gucken mal, wie die von Narn aussieht. Ja, schaut euch das mal an hier. Hä? Ja, mega cool hier. Mega. Sieht richtig cool aus. Die Katze kommen auch mit. Die. Also haben wir theoretisch zwei Figuren in einer, ja? Also ich bin mal gespannt. So. Machen wir hier das Kästchen auf. Wasserflasche trinken heilt. Genau. Was gibt es überhaupt hier für. Also Heiltrank haben wir, Wasserflasche trinken heilt. Werfen durchweicht ein Ziel oder den Boden. Okay. Animalistische Attacke befiehlt Kana zu attackieren und alle auf ihrem Weg anzugreifen. Dann haben wir noch den Astralschlag mit einem magischen Schlag, der viele Projektile verschießt, also 5x5 Felder. Ruf des Meisters, schieße ein Magieprojektil und sage Kana, was zu tun ist. Schieße ein Magieprojektil und alles klar. Also damit können wir dann die Katze steuern. Alles klar. So, da gucken wir mal hier rein. Meine Katze draußen mautzt auch schon wieder. Just a few weeks ago, the Ronth Desert was desolate. Ja, mega. Guck mal. But then, darkness arrived. Sieht das nicht cool aus? Schauen wir uns das mal im Detail kurz hier an. Ja, wir können ja alles so schön groß machen und uns hier umschauen. Ja. Ja, alles schön mit Sand zugedeckt. Hier kaputte Häuser. Alles ein bisschen zerfallen. Hier sogar ein bisschen grüne Pflanzen mit dazwischen. Schön. Gefällt mir. Ich bin gespannt auf die Balance, wie die sein wird. Wir schauen mal, ja. So. Hier haben wir schon mal einen ersten Punkt, wo wir hingehen können. Also Großschein. Das Level sieht noch gar nicht so groß aus. Ich bin gespannt, wie viele Gegner hier versteckt sind. Hier haben wir eine Eislampe und da ist nämlich schon einer. Wir werden mal hier runter gehen. So. It is the enemy's turn. Okay, da kommt nämlich schon einer. Daneben. Guten Skorpione. Sehen auch richtig gut aus. So. Gut, was kann man dann mal probieren? Wir wollen ja mal sehen, wie die neuen Attacken so aussehen, ne? Da ich viele Projektile verschieße. Wir probieren es mal. Ist ja gut, hätte ich nicht machen sollen wegen der Öllampe. Na gut, wir probieren es trotzdem. Okay, ich habe gedacht, das geht hier auf allen Feldern. Alles klar, das ist doch gar nicht so übel. So, da gehen wir jetzt hier weiter. Jetzt kommen sie von hinten. So, jetzt kommen sie da. Der Katze können wir jetzt. Nee, okay, dann müssen wir erst die Karte spielen. Dass wir diesen. Wir bleiben zum Beispiel in dieser Ecke und greifen diesen jetzt an. Wir können so im. Ja, natürlich. Let me introduce my friend. Ja, gut, wenigstens haben wir die gleich weg, ne? Ach du Scheiße. Da haben wir einen Schlüssel sogar schon. Wir können es ja versuchen. Achso, das kann man jetzt gar nicht mehr. Ja, wir machen hier die erstmal platt. Ich denke mal, so eine starke Attacke würde ich jetzt auch nicht haben. Jetzt frage ich mich, ob wir die Katze auch wieder beleben können. Das wäre mal echt gut zu wissen. So. Soll ja mal wirklich so ein kurzer Einblick wieder sein. Gut, die haben nicht viel Gesundheit, ne? Zwei bis jetzt ist echt nicht viel. Wir haben jetzt noch Ruf des Meisters. Ja, komm, wir gehen mal hier hin. So, die Katze folgt uns. Da ist jetzt das Spinnenvieh. Okay. Gut, die Spinnen killen sich selber, wenn die da drauf rumlaufen. Natürlich, zack. So, jetzt hört man das Vieh mal. Angreifen. Entzug plus 1. Ach, da kriegen wir gleich wieder Energie. Na, das ist ja cool. Was ist denn das für ein Vieh? Reptilischer Rübel. Oh. Ja, da sind wir eh gleich.
Können wir das jetzt theoretisch noch benutzen oder nicht mehr? Das wäre mal gut zu wissen. This will cause some pain. Ja, bringt ja null, wenn wir die Katze dann nicht mehr haben, ne? Wenn wir es wirklich nur so angreifen. Also alleine ist es sehr schwierig damit. Zack. Ach, das ist ja ein Vieh. So. Also das ist wirklich eine Team-Charakter wieder, wie auch der Barde. Ich spiele ja wirklich am liebsten immer hier mit einem Assassinen. Mit denen ging es ja wirklich immer am besten. So, da können wir ja nochmal kurz reinschauen. Weil ich jetzt hier ein ganzes Gameplay mache. Mit 2-Stunden-Video. Ihr sollt es ja selber erleben, aber so mal die ersten paar Minuten vom Gameplay erleben. Es ist eine schöne Welt. Diesmal sind wir draußen. Und es ist natürlich auch wieder eine neue Quest, natürlich gleich, nicht gleich geplant, aber für später geplant, die dann ja, in Gebäuden stattfinden wird. Also was ganz, ganz Neues, was dann kommen wird. So, ja komm, wir gehen mal hier jetzt lang. So, da warten nämlich schon welche. Da würde ich, kann man da lang? Nee. Wir können hier einmal lang gehen. Hm. Zack. So. Zack. Zack. Gut, da haben wir die Tür offen. Oh, da haben wir Glück gehabt. Aber natürlich kommt der Arsch gleich an. Wir werden gleich mal hier hingehen und. Und einmal schleichen. So, den werden wir jetzt von hinten erledigen. Wunderbar. So. Wir können natürlich den Typen auch gleich angreifen. Der wird, denke ich mal, noch um die Ecke kommen. Ja, da ist er nämlich schon. Und da kommt der Nächste. Da kommt nochmal der Nächste. Einmal Giftbombe. Sehr schön. So. I'll open that vein for you. Let Monster death embrace you. Ja, die kühlen sich schon selber, die Jungs. Shall we do this? Ach, verdammte Axt. Obwohl? Ne. Nochmal. Sieht gut aus. Wunderbar. Da kommt der nächste. Jetzt kommen sie wirklich alle hier, ne? Jetzt kommen die alle. Ja. Immer drauf. Dankeschön. So, die müssten eigentlich auch drauf gehen jetzt. Und der dann als nächstes auch. So, und der. Ach so. Wir haben ein Problem, Leute. Weil das Gift verteilt sich ja. Wir werden uns hier erstmal heilen. So. Hier kommen wir. Wir können hier hinten langlaufen einmal. Weil das Gift fällt, das schützt uns jetzt hier ein bisschen. Ach du Scheiße, okay. So, da ist einer und da ist so ein großes Vieh, okay. Ja. Ah, immer näher kommen. If I must. Moin. Wir versuchen es mit Blinzeln. Knapp vor den 2 gewesen, ne? Oh, das wäre so schön gewesen. Das wäre wirklich. Sofort Kill oder voll daneben. Ja, komm. Das war's, glaube ich, nicht. Doch? Nee, war nicht. Ich denke mal, alleine kommt man durch, aber es ist schwieriger auf jeden Fall. Es ist schwieriger. So, wir werden uns erst einmal tarnen. Ja. Und uns mal heilen. Und mal hier weitergehen.
So, weil jetzt haben wir ja ein bisschen. Jetzt haben wir ja ein bisschen Ruhe. Wir können mal diesen Typen hier killen, um da hinzukommen. Zack, ist weg. So. Ja, moin. Da kommt der Nächste, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste. Der zaubert den mir wieder hier hin. Ja, das war mir vollkommen klar. Bam, voll drauf. Ich mach gleich mal wieder Schleichen rein. Giftbombe haben wir gekriegt. Das ist natürlich sehr gut. Let's get this. Eiltrank, okay. So, wir müssen nur den Typen mit dem Schlüssel finden. Aber wo ist theoretisch der Ausgang? Theoretisch irgendwo. Okay. Perfekt. Den haben wir vergiftet. Das breitet sich anscheinend hier auch aus. Verderbnis Splitter. Okay, das hat es aber jetzt. Oh, ich wollte gerade sagen, es hat es auch nicht gebracht. Und wir sind wieder K.O. Ach, Leute. So, gucken wir es nochmal kurz an. Wir nehmen den mal kurz mit. So. Ja, Leute. Ich denke mal, zu viert kommt auf jeden Fall wieder ein Stream oder ein Video raus. Ich will euch nochmal so ein bisschen zeigen, wie das jetzt aussieht. Die neue Oana, wenn ich es Oana sage, gefällt mir richtig, richtig gut. Ist aber kein Solo-Player. Stelle ich mir zumindest sehr schwer vor. Du hast den Vorteil, du hast noch einen extra Charakter, die Katze als extra. Da musst du natürlich tierisch aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Am besten nimmst du hier wirklich den Krieger mit, der als Tank fungiert, ne? Und der Magier, der als Fernassistent agiert, und dann kannst du auch loslegen damit. Ich denke mal, die kann starke Attacken. Da kann man nicht meckern. Ja, im Großen und Ganzen mal wieder eine schöne, schöne Quest. Jetzt für den Sommer eher für Flat geeignet. Für VR könnte es ein bisschen zu warm werden, Leute, ne? Aber trotzdem sehr, sehr schön. Fluch des Schlangenherrn, und wir werden ihn gemeinsam noch, ja, besiegen. Wer Bock hat, mit mir das zusammenzuspielen, haut es einfach die Kommentare rein. Da können wir dann gerne einen Stream machen. Kann man, denke ich mal, auch einplanen, dass der 2 Stunden geht. Hätte ich aber mega Bock drauf. Also ab in die Kommentare damit. Und Abo und Like nicht vergessen. Bis dahin, Leute. Haut rein. Macht's gut. Ciao.